Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und willkommen zu einem weiteren Part, nämlich Part 31 von Kingdom Hearts 3. Wir befinden uns in Heroes Garage und haben jetzt diese lustige Brille hier auf und sollen ja jetzt trainieren. Und unsere Aufgabe war, sprich mit Hero. Also machen wir das mal. Shout when you're ready, Sora. Okay, also wir sollen uns sofort in die Stadt begeben. Würden wir das machen? Machen wir. Und ich würde sagen, Intro ab und dann geht's gleich los. Viel Spaß damit! Na, jetzt geht's ja los. Datenringrennen. Hero hat virtuelle Ringe und Gegner in der ganzen Stadt verteilt, die du mit dem AR-Gerät sehen kannst. Passiere die Ringe und besiege die Gegner, um wertvolle Daten für Big Hero 6 zu sammeln. Folge den lilafarbenen Zeigern und erreiche den Stern, um den Kurs abzuschließen. Cool, gucken wir mal, was da so ist. Und ich kann mal wieder nur sagen, Abwechslung pur, das ist halt eben Kingdom Hearts 3. Das fetzt richtig. So, wie rum muss ich denn jetzt hier die Ringe passieren? Ach, ich hätte mich da... Ah, verdammt. Nein, 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 bleib mal hier oben. Da ist der lilafarbene Zeiger. Nein, ich habe die Ringe verpeilt. Oh, gut, hier verpeile ich mehr als nur einen Ring. Ah, das war vielleicht jetzt gar nicht mal so intelligent. Weil das kostet nämlich Zeit. Und die haben wir nicht. Schiene wechseln. Dann müssen wir mal. Wir wollen ja hier drüben. Alles klar, Schienen wechseln. Oh, ist ja gemein, da musste ich mich ja... Ah, falsche Taste, verdammt. Wird springen. Ja, was ist denn jetzt besser, die großen oder die kleinen? Verdammte Axt. Na gut. Den Parcours wird man später bestimmt öfter, denn... Ja, ist gar nicht so einfach. Muss man sich ein bisschen konzentrieren. Naja, klar. Jetzt räumen wir mal. Da unten sind, glaube ich, auch noch ein paar Gegner mit am Start, die wir hier... auch noch dann aus dem Weg räumen. Ja, aber Kurve kriegen wir noch ein bisschen üben hier. Das ist ja auch alles nur virtuell. Don't you just love chemistry? Okay, wir könnten uns auch sofort rüber teleportieren. Oh,
Okay, das war der richtige Weg. Jetzt müssen wir hier... Alles klar. Nee. Verdammte Axt. You are near the goal. Da oben? Oh Gott, wie soll ich jetzt da hinkommen? Ah, alles klar. Okay, jetzt war der falsche. Da komme ich jetzt wieder nicht ran. Oh, Gottchen. Na gut, na gut. Ach, das war's. Okay, 3 Minuten 48 haben wir gebraucht. Halleluja. Das ist sau schnell gewesen. Interesting. Gravity. Not binding. Hey, wait! My laser hands can be projectiles! Ha! Change the weapon, change the attack. Whoa, a freeze attack. Fire and ice, diametrically opposed. Or so we thought! Thanks, Sora. That should be enough data. And I think you sparked some new ideas. Yeah, Hero. I think there's a way to find the Dafür bekommen wir den Ohana Herzbinder, ein Talisman, mit dem du mittels Koop-Kommando Stitch zur Unterstützung herbeirufen kannst. Stitch? Ach, von Lilo und Stitch bestimmt, oder? Hat zwar überhaupt nichts mit hier Huba Bubu Baymax zu tun, aber ist ja egal. Das ist cool. Ist das Stitch? Plasmagewitter. Na, vielleicht auch nicht. Doch, links auf dem Bild ist doch... Ja, das ist doch Stitch von Lilo und Stitch. Ach, egal. Also, neige den Stick und verwende deine Plasmasturz... Und verwende deinen Plasmasturz, um Linien auf dem Boden zu ziehen und so Gefahrenzonen rund um die Gegner zu erschaffen. Drücke Kreis, um zu springen und so auch Linien in der Luft zu ziehen. Drücke Dreieck, wenn du soweit bist, um alle Gegner innerhalb dieser Gefahrenzone Schaden zuzufügen. Okay, klingt erstmal ganz logisch, werden wir da mal gucken.
That should do it. We interrupt your scheduled program to deliver this breaking news. Moments ago, the city's South District was attacked by numerous unidentified creatures. Witnesses described losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims. City police are urging citizens to stay at home. For those just joining us, only minutes ago, the South District was attacked by... Go time! Yes! Okay, wir sind wieder zurück in der Garage. Und jetzt geht's gleich hier richtig los. Jetzt gucken wir mal schnell, nicht, dass wir hier irgendwo was... Also gut, okay, da oben ist Mickey Mouse Emblem, das lassen wir mal. Wir gucken mal, was wir hier so machen können nochmal. Schnell was holen. Zack, das ging diesmal richtig schön schnell. Okay, wir kriegen neue Sachen und eine neue Fotomission. Karpfen, die durch die Lüfte schwimmen. Fischförmigen Windsäcke bei Tag, okay. Da ist er ja, Kupo, mein Glücksstern. Da möchte ein Foto des Nachthimmels haben. Okay. Und das werden wir bestimmt auch noch hinkriegen. So, Schlüsselschwerter. Können wir hier eines verbessern? Wir können leider keins verbessern. Gut, macht ja nichts. Genauso werden wir mal gucken, dass wir uns ein bisschen einfuchsen mit unseren neuen Schlüsselschwert-Kombinationen. Ja, wir sind bereit. Aber diesmal ist Tod bitte ernst hier. Die Herzlosen kommen und wir werden sie vernichten, zurückschlagen, was auch immer. Die Stadt befreien. Oh! Okay, I'll check it out. Run up the building if you have to. Watch out for those enemies on the building. Wir starten natürlich gleich mal mit unserem neuen Plasma-Gewitter. Okay. Also müssen wir aufpassen. Mal gucken, ob das was bringt hier, wa? Finale. Na, dann gucken wir mal. Naja. Da müssen wir uns dann mal ein bisschen beim nächsten Mal besser anstellen. So. Schicksalsruder. Die Waffe aus der Karibik. Ein Magie-Karussell in der Luft. Kann man auch mal bringen. Jetzt habe ich's. Ach, verdammt. Sind das die Dinger, die er da fotografiert haben wollte? Nee, irgendwelche Fische wollte er doch. Das sind doch keine Fische.
Okay, da müssen wir hin, da drüben. Oh Mann, ist das eine große Karte. Ja, ja, ne, ich wollte nach oben, um von oben anzugreifen. Ah. Stress? Könnt ihr haben. Ups. Oh, cool. So eine Art Lanze jetzt. Sturmflagge. Oh, dagegen müssen wir auch was tun. Dann machen wir mal hier Finale, mal gucken, was passiert. Ja. Krakenpower. Geil. Abfangjäger, geilo, geilo. Magiekaos haben wir auch nochmal am Start. Also wenn jetzt nicht zu Ende ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, damit hat sich schon erledigt. Piece of cake. Wait, Sora. Huh? Something big's coming your way. Gotcha. I'll take care of it. Ein Dino, ein riesengroßer Dino. Na, dann wollen wir mal. Was, nur ein? Nee, das lassen wir mal. Jetzt, so läuft das. 32. It's over. My shield ready. Oh, Trio-Wächter. Die haben wir auch schon lange nicht mehr. Aber wir ziehen nichts ab. Ich muss da hoch. Okay, den Trio-Wächter haben wir voll zur falschen Zeit gemacht. Wir müssen das Ding hier fertig kriegen. Ja, wunderbar. Spritzfahrt, ob die was bringt. Nicht, dass wir uns da jetzt wieder
Okay. Der Dino ist auf einmal auf dem Dach. Auf welchem ist er denn? Ui, 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 ui. Da ist er. Ein bisschen ausweichen. Und jetzt gibt's auf die Mütze. Oh, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, ne? It's over. Ich darf immer noch meine Spritzfahrt machen oder darf ich die schon wieder machen? Hauptsache, wir fallen nicht runter. Immer schön hier um den Dino rum. Ne? Sieht ja lustig aus. Bringt das was? Wow, und Folge kriegen wir. Überhaupt gar nicht mehr durchgesehen zum Ende. Ah, dann getreu dem Motto immer auf die Fresse. Just try and catch me. Nice, Baymax! Huh? What? Now we fist bump. Fist bump? To display excitement. Hero taught it to me. So, like, this? Ba-la-la-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la-la? Oh. Get ready! Another one! We're here! Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me. Watch me scorch him with my freeze-nado! The only tornado made of ice and fire. You took on the wrong composition! And the wrong captain of the guard! Prepare to face Keyblade Hero 3!
Oh, come on. And the crime-fighting team of Big Hero 6. Together, we're unstoppable. Yes! Yeah! Was that awesome? Or was that totally awesome? Ah, jumping! Yeah, I was pretty good. Your magic is amazing. Do you think I could study it sometime? Why not? You just made Donald's day. My brother wanted to help people. Now we try to do the same. Your brother? Yeah, Tadashi. There was a fire and now he's gone. But he always wanted to make a difference. He cared about people. That's why he worked so hard to create Baymax. I'm sorry. He's still here. In Baymax. In all of us. Tadashi, he lives on in your hearts. Huh? Yeah, right. He will always be a part of us, in some way. And when you're not strong enough, he'll make up the difference. Sora, you okay? Yeah, fine. Oh. I'm with you. We got this. Time for a lesson. GR! Wait! Guys! That one's not like the others! It can't be. Microbots? Microbots? Huh? You know what they are? Well, they're different from Heartless. Microbots are designed to do whatever you think via a neurotransmitter that communicates what you're... Huh? They're a kind of a mini-bot I invented. Some bad stuff happened, and I thought that meant they were totally gone. But those enemies are way too similar. Which means someone's controlling them. The question is, who? Huh. Could it be? Oh. I'm gonna go back to the garage and look into it some more. You mind going after him? Sure! We need you on the science-y stuff. Hey, Max. Stick with him. All right, Hero. Sora, Donald, Goofy, I will be your personal healthcare companion. Oh. Thanks, Baymax. We're in good hands. Come on, let's move! Alles klar, Baymax ist jetzt an unserer Seite. Wir stehen hier mitten auf der Straße. Und rein theoretisch hätte ich jetzt erwartet, dass es hier eine Schatztruhe gibt, die uns die Karte der Stadt offenbart, sowie einen Speicherpunkt. Aber sowohl das eine wie auch das andere ist nicht da. Let's see.
Jetzt überlege ich, ist das das Foto, was er haben wollte? Nein, natürlich nicht. Tja, ich würde sagen, das ist die gute Stelle, um diesen Part zu beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei, wenn es dann weitergeht hier in San Francisco. Und dementsprechend freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Auf der linken Seite seht ihr jetzt den Abonnieren-Knopf. Wenn ihr den noch nicht gedrückt habt, dann tut das mal, verpasst ihr die nächsten Parts nicht. Und auf der rechten Seite seht ihr zwei andere Videos. Da könnt ihr auch gerne mal raufklicken. Vielleicht ist da was für euch mit dabei. Herbert bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.